C'est mon grand plaisir d'introduire Michael Forster de l'Université de Chicago. Michael Forster a commencé ses études universitaires dans son pays natal à Oxford pour aussi étudier à Heidelberg et Princeton où il a fait son doctorat. Il était professeur dans des positions différentes à l'Université de Chicago. Il était aussi le directeur du département. Et cette année, il a gagné un prix au Humboldt, une Humboldt professeure, comment ça s'appelle, ce qui est un des prix les plus distingués qu'on puisse recevoir dans le monde académique allemand. Et il sera notre collègue à Bonn à partir de l'année prochaine. Donc, Marc.
Diese neue Philosophie der Sprache bildete dann zusammen mit einer zweiten antiaufklärerischen Position die Grundlage für eine neue Hermeneutik und Übersetzungstheorie. Die zweite Position bestand in der Einsicht, dass die weit verbreitete Annahme der Aufklärung, dass die Gedanken, Begriffe, Überzeugungen, Werte, Gefühle und so weiter von Menschen immer und überall im Grunde genommen gleich bleiben, falsch sei, dass es stattdessen tiefgreifende Unterschiede in diesen Hinsichten zwischen verschiedenen Epochen und Kulturen und sogar bis zu einem gewissen Grad zwischen Individuen innerhalb einer einzigen Epoche und Kultur gebe. Diese Position implizierte, dass sowohl der Interpretation als auch der Übersetzung weitaus gravierendere Hindernisse im Wege stehen, als die Aufklärung in der Regel erkannt hatte, und führte demgemäß zu neuen Lösungsstrategien in der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie, die die neue Philosophie der Sprache in Anspruch nahmen und sowohl die Hermeneutik als auch die Übersetzungstheorie grundsätzlich veränderten. Die neue Hermeneutik hat dementsprechend unter anderem die folgenden Schritte unternommen. Erstens stelle sich im Hinblick auf die neue Philosophie der Sprache heraus, dass die schwierige Aufgabe, fremdes Denken und fremde Begriffe auf der Basis ihrer sprachlichen Äußerungen zu entschlüsseln, wenigstens auf eine Weise eigentlich leichter sei, als man sonst hätte befürchten können. Nämlich insofern, als fremdes Denken und fremde Begriffe wenigstens nicht von der entsprechenden Sprache grundsätzlich verschleiert oder entstellt werden könnten. Zweitens sei im Hinblick auf die neue Philosophie der Sprache die allergrundlegendste Aufgabe des Interpreten, nämlich die Entschlüsselung von fremden Begriffen, die schließlich auch die Bestandteile von fremdem Denken sind, dadurch zu erfüllen, dass man die betreffenden fremden Wortgebräuche identifiziere. Drittens blieben aber auch noch manche weitere Aufgaben für den Interpreten übrig. Zum Beispiel müsse er die von einem Autor benutzte literarische oder alltägliche Gattung in ihrer geschichtlichen, kulturellen und manchmal sogar individuellen Besonderheit identifizieren. Das heißt im Besonderen, ohne sie fälschlicherweise einer nur ungefähr entsprechenden Gattung aus der eigenen Epoche und Kultur schlichtweg anzugleichen. Auch die neue Übersetzungstheorie hat entsprechende Schritte getan. Erstens und am offensichtlichsten müssen Übersetzer auch wirkliche interpretatorische Kompetenz haben, besonders da sie öfters mit begrifflichen und anderen Inkommensurabilitäten konfrontiert werden. Also sie müssen Experten in der Interpretation sein. Zweitens sei im Hinblick auf die neue Philosophie der Sprache die Hauptaufgabe in solchen Fällen, nämlich Begriffe der Ursprache in einer Zielsprache wiederzugeben, die sie noch nicht einmal hat, dadurch zu lösen, dass man schon bestehende Wortgebräuche in der Zielsprache biegt, wie Theoretiker gesagt haben, das heißt abwandelt, um sie den betreffenden Wortgebräuchen in der Ursprache möglichst anzugleichen.
Das ist die Lösung der Aufgabe, diese Brücke, diese begriffliche Brücke zu überbrücken. Dieses Verfahren verlangt unter anderem, dass man auf die in der Übersetzungspraxis weit verbreitete Taktik verzichtet, ein Wort in der Ursprache je nach Zusammenhang durch mehrere Wörter in der Zielsprache zu übersetzen. Wenn zum Beispiel Homer das griechische Wort Chloros an manchen Stellen für frisches Laub, aber an anderen Stellen für Honig benutzt, wird der gewöhnliche Übersetzer, der dieser Taktik folgt, wohl versucht sein, erstere Fälle mit grün und letztere mit gelb zu übersetzen. Also, wo es sich um frisches Laub handelt, werden sie grün einsetzen, wo es sich um Honig handelt, werden sie gelb einsetzen. Aber das neue Biegungsverfahren verlangt, dass man stattdessen einheitlich übersetzt und demgemäß in diesem Beispiel entweder grün oder gelb durchgängig benutzt. Man nimmt den resultierenden Schock des Lesers, etwa Honig als grün bezeichnet zu finden, in Kauf oder befürwortet ihn sogar. Und zwar nicht nur als eine notwendige Bedingung, sondern auch als einen positiven Beitrag zur genaueren Vermittlung der besonderen homerischen Begrifflichkeit. Es ist eben funktioniert unter anderem als ein Zeichen, dass etwas begrifflich außergewöhnlich hier im Spiel ist, ja, dieser Schock. Drittens blieben auch, wenigstens nach den anspruchsvollsten Versionen der neuen Übersetzungstheorie, auch noch weitere Aufgaben für den Übersetzer übrig. Insbesondere eine möglichst genaue Vermittlung, nicht nur von den betreffenden fremden Begriffen, sondern auch davon, ob der Autor sie bloß von seiner Kultur übernommen oder aber selbst erfunden bzw. abgewandelt hat. Diese Aufgabe klingt vielleicht zunächst unmöglich anspruchsvoll, aber die neue Übersetzungstheorie hat darin eine geistreiche Lösung gefunden, eine mögliche geistreiche Lösung wenigstens gefunden, dass man im ersten Fall altgediente Wörter aus der Zielsprache benutzt, während man im letzteren Fall neue Wörter oder sogar Neologismen aus der Zielsprache vorzieht. Das sind einige der Hauptcharakteristika der epochemachenden deutschen Revolution in der Philosophie der Sprache, der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie, mit der wir es hier zu tun haben. Ich habe heute nicht vor, diese kurze Skizze weiter auszubauen oder zu vertiefen. Ich habe versucht, das in meinen letzten paar Büchern zur deutschen Philosophie der Sprache zu leisten versucht. Stattdessen möchte ich hier der schwierigen und kontroversen Frage nachgehen, inwiefern diese Revolution wirklich eine deutsche Leistung war oder aber außerdeutsche Wurzeln hat, nämlich französische. Hans Salsleff hat bekanntlich eine ähnliche Frage aufgeworfen in Schriften zur Philosophie der Sprache und der Geschichte, und zwar in Bezug auf die Philosophie der Sprache im Besonderen. Seine Frage kommt mir zwar sinnvoll und interessant vor, ich knüpfe irgendwie daran, aber seine Behandlung davon lässt meines Erachtens viel zu wünschen übrig. Erstens scheint er einen etwas bedauerlichen politischen Zweck im Schild geführt zu haben, nämlich den Zweck deutscher Leistungen durch eine Vergrößerung von französischen
zu verkleinern. Ich möchte hier in diesem Vortrag solche politischen Vorurteile und Beweggründe gänzlich ausklammern. Zweitens hat Haseloff meines Erachtens zwar recht, wenn er einen wichtigen außerdeutschen und insbesondere französischen Beitrag in diesem allgemeinen Gebiet vermutet, aber er hat ihn falsch verortet und identifiziert, indem er ihn in der neuen Philosophie der Sprache zu finden vermeint, die in Wirklichkeit doch fast ausschließlich eine deutsche Leistung war, während einen echten außerdeutschen und insbesondere französischen Beitrag zur Hermeneutik und Übersetzungstheorie übersieht oder vernachlässigt. Also seine allgemeine Auffassung, dass die Franzosen etwas sehr Wichtiges in diesem Allgemeingebiet geleistet haben, kommt mir richtig vor, aber hat die Details entstellt und den französischen Beitrag fälschlich verortet, meines Erachtens. Das ist die allgemeine These. Fangen wir demgemäß mit der Philosophie der Sprache an. Und die deutschen Teilnehmer werden diesen Teil des Vortrags mögen, die französischen Teilnehmer die nächsten Teil vielleicht. Also fangen wir mit der Philosophie der Sprache an. Die zwei vorhin erwähnten grundlegenden Doktrinen in der Philosophie der Sprache, erstens, dass Denken wesentlich von Sprache abhängig und dadurch begrenzt sei, zweitens, dass Begriffe bzw. Bedeutungen aus Wortgebräuchen bestimmen, stammen beide meines Erachtens fast ausschließlich aus deutschen Quellen. Und zwar aus Quellen, die jeweils ursprünglich von einem der großen Rationalisten der Moderne herrühren, Leibniz und Spinoza, der zwar Holländer war, davon sehe ich aber. Betrachten wir die zwei Doktrinen, betrachten wir die zwei Doktrinen und ihre Vorgeschichte ein bisschen mehr. Was die erste Doktrin angeht, hat Leibniz schon in seinem Dialogus de Connexione inter Res et Verba aus dem Jahr 1677 die These entwickelt, dass das Denken von der Sprache zutiefst abhängig und dadurch begrenzt sei. Wir lesen dort zum Beispiel, das ist ein Dialog und es gibt zwei Figuren A und B. B sagt, das lässt mich erkennen, dass ich beim Denken nie irgendeine Wahrheit erkenne, erfinde oder beweise, ohne an Wörter oder andere Zeichen zu denken. A antwortet, ja, genau, wenn es keine Zeichen gäbe, könnten wir nie etwas verständlich denken oder schließen. Das ist Leibniz aus dem Jahr 1667. Unter Leibniz Einfluss hat dann Christian Wolff dieselbe These in seiner Psychologia Empirica 1732 und Psychologia Rationalis 1734 weiter vertreten, wobei die genaue Stärke von seiner Version der These freilich etwas schwankt, besonders in Bezug auf die zwei Fragen, ob alles Denken mit einbezogen sei oder nicht und ob die Abhängigkeit und Begrenzung wesentlich statt zum Beispiel bloß kausal sein oder nicht. Das schwankt in diesen beiden Hinsichten. Wolff entwickelt dort auch eine Reihe von Argumenten zur Unterstützung der These, dass menschliche Taubstumme insofern keine Vernunft haben, als sie noch keine Sprache haben, dass von Bären aufgezogene und deswegen sprachlose Kinder kein vernünftiges Denken gehabt haben,
bis sie nach ihrer Errettung auch angefangen haben, Sprache zu lernen, dass man die zu allgemeinen Begriffen und deswegen auch zum vernünftigen Denken erforderlichen Merkmale ohne Sprache nicht aus dem Fluss der Erfahrung würde abstrahieren und sich daran erinnern können und so weiter. Also das sind seine Argumente zur Unterstützung dieser These. Während der 50er und 60er Jahre des 18. Jahrhunderts haben dann eine ganze Reihe von durch Leibniz und Wolff beeinflussten deutschen Autoren dieselbe These vertreten, einschließlich Moses Mendelssohn, Thomas Abt und Georg Friedrich Meyer, besonders in ihren Beiträgen zu den sogenannten Literaturbriefen, die in den Jahren 1759 bis 1765 veröffentlicht wurden, zu denen Herders Fragmente über die neue deutsche Literatur aus den Jahren 67 bis 68 kurz nachher eine Art Kommentar lieferten. Einschließlich auch Süßmürk in seinem Johann Peter Süßmürk in seinem Versuch eines Beweises, dass die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, 1766. Nach diesem langen Titel braucht man das Buch nicht zu lesen. Mit dem sich Herder nachher nicht nur in seinen Fragmenten, sondern auch in seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in seiner berühmtesten Schrift zur Philosophie der Sprache, ausführlich auseinandersetzte. Im Anschluss an diese rationalistische Tradition betritt Herder dann selber schon ab den frühen 60er Jahren eine starke Version derselben These. Sie kommt beispielsweise schon in seinem Über den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen aus dem Jahr 1764 vor. Zitat: In welchem genauen Bann steht Sprache und Denkungsart? Wer den ganzen Umfang einer Sprache übersieht, überschaut ein Feld voll Gedanken. Und wer sich genau ausdrücken lernt, sammelt sich eben hiermit einen Schatz bestimmter Begriffe. Die ersten Wörter, die wir lallen, sind die wichtigsten Grundsteine des Verstandes. Und unsere Wertungen sind unsere erste Lehre der Logik. Und Herder wiederholt dann dieselbe These ein bisschen später in den Fragmenten, die im Gegensatz zu Über den Fleiß eigentlich damals veröffentlicht wurden. Ich zitiere: Sprache ist die Form der Wissenschaften nicht bloß in welcher, sondern auch nach welcher sich die Gedanken gestalten, wo in allen Teilen der Literatur Gedanke am Ausdruck klebt und sich nach demselben bildet. In der Erziehung lernen wir Gedanken durch Worte und die Wertungen, die unsere Zunge bilden, sind also unsere erste Lehrerinnen der Logik. Bei allen sinnlichen Begriffen in der ganzen Sprache des gemeinen Lebens klebt der Gedanke am Ausdruck. Die Sprache gibt der ganzen menschlichen Erkenntnis Schranken und Umriss. Ende Zitat. Herder hat diese These dann an Hahn weitergegeben. Wohlgemerkt nicht umgekehrt, wie öfters von der Sekundärliteratur behauptet worden ist, sogar normalerweise von der Sekundärliteratur behauptet worden ist, der sie ab den frühen 70er Jahren in einer etwas verstärkten, aber nicht verfeinerten Form, nämlich als eine These der Identität von Denken und Sprache, vertrat. Zum Beispiel in seiner berühmten Metakritik von 1784 im Werk über Kants Kritik der reinen Vernunft.
Die These würde dann von einer Reihe weiterer wichtiger Denker in der nächsten Generation übernommen, einschließlich Schleiermacher, Friedrich Schlegel, der Gründer der deutschen Romantik, Humboldt und Hegel, besonders in seiner Phänomenologie des Geistes. Die zweite Doktrin der neuen Philosophie der Sprache, nämlich dass Bedeutungen aus Wortgebräuchen bestehen, hat eine andere, aber nochmals vorwiegend deutschen Abstamm. Sie fängt im Grunde genommen bei dem Holländer Spinoza an, der schon in seinem Tractatus Theologico Politicus 1670 schreibt, zitiere, Wörter bekommen ihre Bedeutung, das Latein ist Significationen, ausschließlich von ihrem Gebrauch, das Latein ist, lautet ex solo usu. Diese These wurde dann in der Mitte des 18. Jahrhunderts von den deutschen Bibelgelehrten Wettstein und Ernesti übernommen. Wettstein schreibt dementsprechend schon in seinem Libelli ad Crisin Aquae Interpretationen Novi Testamenti, 1756, zitiere, die wahre Bedeutung, Signifikation von Wörtern und Phrasen ist nicht sowohl von Etymologie und von einzelnen Wörtern allein, sondern vielmehr von Gebrauch, ex usu, von Beispielen zu entnehmen. Man bemerke, dass Wettstein hier nicht nur aus benutztes Gedanken, sondern auch dessen Wortlaut wiederholt. Und Ernesti hat dann in seinem Institutio Interpretis Novi Testamenti 1761 dieselbe These vertreten. Zitat: Es ist offenbar, dass die Bedeutung von Wörtern vom Gebrauch der Sprache abhängt und dass, wenn man diesen weiß, man jene weiß. Wie auch Wettstein kontrastiert Ernesti diesen Ansatz mit einer Orientierung an der Etymologie, die er im Gegensatz als unzuverlässig für die Bestimmung von Bedeutungen betrachtet. Herder übernimmt im Grunde genommen diese These danach. Die vorhin zitierte Passage aus Über den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen ist ein frühes Beispiel. Ähnlicherweise schreibt er ein bisschen später in den Fragmenten bezüglich der Deutung von Wörtern. Nicht wie ein Ausdruck sich etymologisch herleiten und analytisch bestimmen lässt, sondern wie er gebraucht wird, ist die Frage. Und er behält dieselbe These noch später bei, zum Beispiel in vom Geist der hebräischen Poesie aus 82 bis 83, wo es heißt, lasst uns den Begriff des Worts aufsuchen, nicht aus Etymologien, die allemal unsicher sind, sondern nach dem klaren Gebrauch des Namens oder des Wortes in seinen verschiedenen Zeiten. Herder wandelt aber die These auch auf eine bestimmte wichtige Weise ab, indem er sie nicht nur als gleichsam eine zuverlässige epistemologische Strategie vertritt, wie Ernesti es getan hatte, der trotz dieser These noch eine traditionelle dualistische Auffassung von Begriffen als Ideen voraussetzte, sondern als eine tiefe ontologische oder metaphysische Einsicht besteht. Wortgebräuche sind nach Herder deswegen zuverlässige Indizien für Bedeutungen, weil Bedeutungen in Wortgebräuchen bestehen. Das ist die tiefe ontologische These und metaphysische These. Herder hat dann die radikalreformierte These an Kammer weitergegeben, nochmals vorgemerkt, nicht umgekehrt, wie die Sekundärliteratur
oft impliziert hat, der sich später auch in dieser Form vertreten hat, zum Beispiel nochmals in seiner Metakritik. Sie wurde dann von Herder und Hammer in der nächsten Generation durch eine Reihe weiterer wichtiger Denker übernommen, zum Beispiel wiederum Schleiermacher, Güldenschläger, Humboldt und Hegel. Hans Aslefs Versuch, die neue deutsche Philosophie der Sprache französischen statt deutschen Urquellen zuzuschreiben, ist schon wegen dieser ziemlich klaren deutschen Abstammung von deren zwei Hauptthesen unplausibel. Aber sein Versuch lässt sich auch etwas detaillierter widerlegen. Er weist in seinem Buch From Locke to Saussure bezüglich der ersten Doktrin der Abhängigkeit des Denkens von und dessen Begrenzung durch Sprache darauf hin, dass eine ähnliche Doktrin schon bei Condillac in seinem Essay sur l'origine des connaissances humaines 1746 und Rousseau in seinem Diskurs sur l'origine de l'inégalité 1755 vorkommt. Das stimmt zwar, aber Aslef übersieht dabei, dass Rousseau die Doktrin offenbar von Condillac übernommen hat und dass Condillac seinerseits sie in seinem Essay sur l'origine des connaissances humaines explizit, wenn auch vielleicht etwas widerwillig, Wolf zuschreibt, also dem deutschen Wolf zuschreibt. Übrigens folgt diese explizite Zuschreibung der Doktrin an Wolf im Buch unmittelbar auf eine detaillierte Besprechung von zwei Beispielen zur Unterstützung der Doktrin, die Condillac gleichfalls Wolf verdankt und explizit zuschreibt, nämlich das Beispiel eines Taubstummen und das Beispiel eines von Bären aufgezogenen Jungen. Aslefs weitere Kernthese, dass Humboldt später während seines Aufenthalts in Berlin um die Jahrhundertwende, also um 1800, solche Doktrinen von Condillac und den Ideologen, den französischen Ideologen übernommen hat, ist gleichermaßen unplausibel. Denn Humboldt vertrat solche Doktrinen schon vorher in seiner Skizze über Denken und Sprechen aus 1795-96, dieser Datierung des Herausgebens, das war jetzt umstritten, aber ohne Grund, soweit ich sehe, die offenbar hauptsächlich aus einer übrigens auch anderweitig belegten frühen Lesung von Herder schöpft. Und Humboldts Bemerkungen über Condillac und die Ideologen in seinen Pariser Tagebüchern um die Jahrhundertwende sind dagegen im Gegensatz fast durchgängig negativ kritisch. Also das war der Teil, das vielleicht für deutsche Ohren erfreulich ist. Jetzt komme ich zum Teil, zu den Teilen, die eher für französische Ohren erfreulich sein könnten. Ich komme jetzt zum Teil der betreffenden Revolution, der meines Erachtens doch großenteils von französischen Denkern beigetragen worden ist. Wie ich schon betont habe, gründen sich die neue Hermeneutik und die Übersetzungstheorie nicht nur auf einen Bruch mit den üblichen Denken-Sprache-Dualismus der Aufklärung, sondern auch auf einen Bruch mit der weit verbreiteten aufklärerischen Voraussetzung eines gewissen geistigen Universalismus unter Menschen. Entgegen diesem Universalismus gehen die neue Hermeneutik und Übersetzungstheorie von der Einsicht aus, dass verschiedene Epochen, Kulturen und sogar Individuen aus einer einzigen Epoche und Kultur tiefgreifende geistige Unterschiede aufweisen. Unterschiede in ihren Gedanken, Begriffen, Überzeugungen, Werten, Gefühlen und so weiter. Dieser
Einsicht, stellt die Hauptschwierigkeit dar, die neue Hermeneutik und Übersetzungstheorie zu überwinden streben. Ein Schlüsseltext für die Entwicklung dieser Einsicht in der deutschen Tradition ist Herres auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit aus dem Jahr 1774, die in dieser Hinsicht radikaler und wichtiger als seine späteren Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit aus 84 bis 91 ist. Herres Text nimmt zwar eine vorwiegend polemische Haltung gegenüber französischen Vorgängen ein, nach Herres Darstellung vertrete Voltaire einen falschen Universalismus, während Montesquieu freilich ein bisschen weiter sähe, aber noch einen viel zu abstrakten und ähnlichen Begriff von den bestehenden geschichtlichen, kulturellen und individuellen geistigen Unterschieden habe. Ich zitiere ein paar Passagen. Schöne Dichtkunst, ein Lieblingsvolk der Erde in übermenschlichem Glanz zu zaubern. Aber wenn der Dichter ein Geschichtsschreiber, ein Philosoph ist, wie es die meisten zu sein vorgeben, und die dann denn nach der einen Form ihrer Zeit alle Jahrhunderte modeln, Hume, Voltaire, was seid ihr im Licht der Wahrheit? Eine zweite Passage, Montesquieus edles Riesenwerk, das ist wie de Loire, hat nicht durch ein eines Mannes Hand werden können, was es sein sollte. Ein gotisches Gebäude im philosophischen Geschmack seines Jahrhunderts. Esprit oft nichts weiter. Aus Stelle und Ort gerissen und auf drei oder vier Marktplätze unter das Panier drei elende Allgemeinwörter, Worte, dazu leere und unnütze, unbestimmte, allverwirrende Esprit-Worte hingetürmt. Und diese Einwände, Herres, sind sicherlich nicht unbegründet. Voltaire unternimmt zum Beispiel in La Philosophie de l'Histoire aus dem Jahr 1765, das Werk, auf das sich Herre hier hauptsächlich bezieht, unseren europäischen jüdisch-christlichen Begriff eines einzigen, alles schöpfenden Gottes, unseren Glauben an eine unsterbliche Seele, die im Jenseits beurteilt und je nachdem belohnt oder bestraft wird, und besonders unsere moralischen Werte wenigstens im Ansatz bei fast allen Epochen und Kulturen zu entdecken. Und Montesquieu erkennt in der Tat nur drei oder vier Arten von Verfassungen, Republik, unterteilt in Demokratie und Aristokratie, Monarchie und Despotismus nämlich, mit jeweils nur einem Hauptwert. Demokratie hat Tugend, Aristokratie hat Mäßigung, Monarchie hat Ehre, Despotismus hat Furcht. Aber Herres Polemik gegen diese französischen Vorgänger ist auch in zwei wichtigen Hinsichten ungerecht und irreführend. Erstens verbirgt und verdunkelt sie die Tatsache, dass die französische Tradition des 16. bis 18. Jahrhunderts, einschließlich Voltaire und Montesquieu, vielmehr mit tiefgreifenden geistigen Unterschieden zwischen Epochenkulturen und Individuen besessen war. Also fast eine Besessenheit der französischen Tradition. Gar nicht davon vernachlässigt oder bloß verleugnet. Man denke zum Beispiel in Bezug auf Epochen an die vielfältigen Kontraste zwischen modernen und antiken Überzeugungen und Werten, auf die Montaigne und La Motte-Leveille ständig hinweisen, an das Bild einer tiefen geistigen Kluft zwischen Antike und Moderne,
im späten 17. Jahrhundert beiden Seiten der Querelle des Sociens et des Modernes gemeinsam war. Und an Rousseaus und Diderots starken Kontrast zwischen dem Geist des Menschen in seinem ursprünglichen Naturzustand und in der Zivilisation. Man denke in Bezug auf Kulturen an Montaigne's ständige Kontraste zwischen unseren Überzeugungen und Werten und denjenigen von anderen Kulturen, zum Beispiel den Stämmen Amerikas, sie insbesondere den Cannibal, de la Coutume, de la Cruauté, l'Apologie de Raymond Savon. An ähnliche Kontraste bei La Motte Levée, zum Beispiel in seinem Petit Traité Sceptique sur cette commune, façon de parler, n'avoir pas le sens commun. Und an Rousseaus einflussreiche Kontrastbilder des zivilisierten Menschen und des edlen Barbars. Und man denke in Bezug auf Individuen an die vielfachen individuellen Unterschiede, die dieselbe Tradition betont hatte, zum Beispiel Montaigne und La Motte Levée, besonders in ihrer Behandlung der Antike, die sehr differenzierend war. Diese ganze Tradition bleibt sogar noch bis zu einem erheblichen Grad in Voltaire und Montesquieu weiter bestehen. Die erstaunliche Vielfalt an tiefgreifenden geistigen Unterschieden ist gleichsam ihr theoretischer prima facie Ausgangspunkt, den sie zudem öfters weiterhin aufrechterhalten, zum Beispiel Voltaire in den vielen Ausnahmen zu seinem Universalismus, die er in La Philosophie de l'Histoire und auch in L'Essai sur l'Esprit de Nation einräumt. Und Montesquieu in seiner Anerkennung von tiefen Unterschieden, nicht nur zwischen Epochen und Kulturen, sondern auch zwischen Individuen. Obwohl er auf offizielles und eigentümliches Projekt freilich viel mehr darin besteht, Ordnung und allgemeine Prinzipien in diesem anscheinenden Chaos zu finden. Also das, so würde ich diese Tradition im Wesentlichen verstehen. Also die Tradition hat zuerst die Unterschiede betont, hervorgekehrt und erst am Ende versucht, ja, das irgendwie zu bändigen und zu ordnen, indem man nach allgemeinen Prinzipien gesucht hat. Aber man sollte die frühere Phase und die grundlegende Einstellung nicht aus dem Blick verlieren. Zweitens verdankt Herder offenbar sein eigenes Prinzip von tiefgreifenden geschichtlichen, kulturellen und sogar individuellen Unterschieden zum großen Teil gerade dieser französischen Tradition, einschließlich Voltaire und Montesquieu. Er lehnt zwar Voltaires Universalismus ab und beklagt die Unzulänglichkeit von Montesquieu seines Erachtens allzu bescheidener drei- oder vierfache Differenzierung, die nach seiner Meinung weitaus vielfältig und empirisch genauer ausgebaut werden müsste, aber er übernimmt dabei stillschweigend die lang gediente französische Grundeinsicht in die geschichtliche, kulturelle und sogar individuelle Vielfalt an geistigen Unterschieden, die, wie vorhin erwähnt, noch den theoretischen prima facie Anfangspunkt von Voltaires und Montesquieus Theorien bildete und darin weiterhin vielfach ersichtlich bleibt. Er spielt nur gleichsam diese französische Grundeinsicht gegen Voltaires und Montesquieus dagegen widerstehende universalistische, vereinfachende Theorien aus. Ich kann mir hier einen möglichen Einwand oder Vorbehalt gegen diese These vorstellen, den ich kurz beantworten möchte, da dies nicht nur Gelegenheit zu der Verteidigung, sondern auch zu der Erweiterung geben wird. Der Einwand lautet etwa so: Für Herder und seine Tradition stehen Sprache und Begriffe im Zentrum solcher geschichtlichen, kulturellen und individuellen Variationen,
Aber dieser Aspekt seiner Position hat kein deutsch-französisches Vorbild. Es scheint vielmehr von deutschen Vorgängen, insbesondere Ernesti, geprägt worden zu sein, der in Institutio Interpretis Novi Testamenti gerade eine solche Verbindung von geschichtlichen bzw. kulturellen mit individuellen sprachlich-begrifflichen Variationen betont hatte. Aber dieser Einwand kommt mir bei näherem Ansehen eigentlich falsch vor, wenigstens irreführend vor. Denn Condillac hatte schon in einem Kapitel seines Essays zur Origine des Connaissances Humaines mit dem Titel Das Genie der Sprachen dafür argumentiert, dass verschiedene Nationen unterschiedliche Ideen entwickeln, nämlich komplexe Ideen, die dann in ihren Sprachen unterschiedlich sprachlich ausgedrückt werden. Und dass dasselbe auch auf außergewöhnliche Individuen innerhalb einer einzigen Nation zutrifft. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass Ernestis Ansicht selbst teilweise von Condillac beeinflusst worden ist. Kurzum, im Gegensatz zur bloßen Widersprache, stricto sensu, hat die Revolution in der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie nicht nur deutsche, sondern auch französische Wurzeln, und zwar besonders in Bezug auf die grundlegende antiaufklärerische Einsicht in das Phänomen von tiefgreifenden geistigen Unterschieden zwischen Epochen, Kulturen und teilweise sogar Individuen. Ich möchte jetzt zum Schluss dieses allgemeine Fazit noch ein bisschen weiter verfestigen und ausbauen, indem ich zwei spezifischere Beispiele von französischem Einfluss auf die Entwicklung der betreffenden deutschen Hermeneutik und Übersetzungstheorie im Hinblick auf das Prinzip von tiefgreifenden geschichtlichen, kulturellen und individuellen geistigen Unterschieden identifizieren. Fangen wir mit der Hermeneutik an. Eine wichtige Komponente von Herders Hermeneutik, die später besonders von Friedrich Schlegel und August Böck aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, besteht in der Erkenntnis, dass das Verstehen von einem literarischen, insbesondere Werk oder von dessen Teilen, die Identifizierung von dessen Gattung, Genre, verlangt, und dass diese Aufgabe auch dadurch sehr erschwert wird, dass auch Gattungen, die beim ersten Blick identisch aussehen und vielleicht denselben Namen tragen, zum Beispiel Epik bei Homer und Milton oder Tragödie bei Sophokles und Shakespeare, sich in Wirklichkeit normalerweise über die Geschichte hin erheblich ändern, beziehungsweise zwischen verschiedenen Kulturen, sogar individuellen Autoren, in einer einzigen Epochenkultur unterscheiden, so dass man sich als Interpret sehr anstrengen muss, a. falsche Angleichungen an bekanntere Gattungen, besonders an diejenigen aus der eigenen Epoche und Kultur, zu vermeiden, und b. stattdessen über sorgfältige empirische Untersuchung den eigentlichen Charakter der in Frage stehenden Gattungen ausfindig zu machen. Herder hat diese Einsicht in einer ganzen Reihe von Schriften vertreten, einschließlich von der Ode aus 64, Kritische Welle aus 69 und am berühmtesten Shakespeare aus 73. Diese Einsicht stammt aber zum großen Teil aus Voltaires Essay sur la Poésie épique aus dem Jahr 1728, wo Voltaire schon dafür argumentiert hatte, dass sich literarische Gattungen zwischen Epochen, Kulturen und sogar individuellen Autoren ständig eng ändern und dass insbesondere die verschiedenen Beispiele von sogenannten Epic
die im Laufe der Geschichte vorgekommen sind, etwa bei Homer, Virgil, Lucan, Tristan und so, Milton und so weiter, sowie die verschiedenen Beispiele von Tragödie, etwa bei Sophokles, Corneille, Racine, Shakespeare, Addison, eigentlich sehr unterschiedlich voneinander in ihrer Art sind, so Voltaire. Dementsprechend argumentiert Herder schon in Kritische Wälder, nicht nur im Einklang mit einer langen Tradition, dass die verschiedenen Gattungen griechischer Dichtung sehr unterschiedliche Zwecke und Regeln verfolgten, verschiedene Genres sind, sondern auch, dass verschiedene Epochen und Nationen sehr unterschiedliche Varietäten dieser Gattungen, insbesondere sehr unterschiedliche Arten von Epik hervorgebracht haben. Seine Beispiele sind Homer, Ossian, Milton und Klopstock. Dasselbe Prinzip bildet dann auch ein paar Jahre später den Kern von Herders wohl bekannteste und wichtigste Behandlung des Themas in seinem Aufsatz Shakespeare, wo er insbesondere auf die starken Unterschiede zwischen antiker Tragödie und Shakespeares Tragödie hinweist und demgemäß Kritiker, die Shakespeares Tragödie auf der Basis ihres Verständnisses von antiker Tragödie interpretiert und kritisiert haben, eine Missdeutung und eine daraus resultierende Fehleinschätzung von Shakespeares Tragödie bezichtigt. Das zweite Beispiel von einem spezifischen französischen Einfluss, das ich hier erwähnen möchte, betrifft den Einfluss von D'Alembert's Observation sur la Literature aus dem Jahr 1758 auf die Entwicklung der neuen Übersetzungstheorie bei Herder, besonders in seinen Fragmenten, und Schleiermacher, besonders in seinem epochemachenden Aufsatz über die verschiedenen Methoden des Übersetzens aus dem Jahr 1813. Herder vertritt in den Fragmenten vier grundlegende Prinzipien bezüglich der Übersetzung. Erstens, dass der oft stark unterschiedliche Charakter von verschiedenen Sprachen sowohl an Begriffen als auch an musikalischen Eigenschaften es nötig macht, die daraus entstehende Kluft beim Übersetzen irgendwie zu überbrücken. Und dass dies eher durch eine Angleichung der Zielsprache an die Ursprache als umgekehrt geschehen soll. Also man darf die Eigentümlichkeit der Ursprache nicht aufopfern, man sollte eher die Eigentümlichkeit der Zielsprache aufopfern bei dieser Vermittlung. Zweitens, dass dies nicht nur wegen semantischer und musikalischer Genauigkeit ratsam ist, sondern auch wegen einer dadurch geleisteten Wahrnehmung der Möglichkeit, die Zielsprache an Begriffen und musikalischen Eigenschaften zu bereichern. Also man kann sozusagen neue Begriffe, neue Metra zum Beispiel, in die Zielsprache einführen, die vorher nicht da gewesen sind. Drittens, dass ein zentraler Bestandteil der betreffenden Angleichung der Zielsprache an die Ursprache darin besteht, bestimmte Wortgebräuche in der Zielsprache denjenigen in der Ursprache anzuschmiegen, wie Herder schreibt. Und viertens, dass ein weiterer zentraler Bestandteil in einer musikalischen Angleichung besteht, zum Beispiel in Bezug auf Metrum, Reim, Alliteration und Assonanz. An diese Prinzipien waren aber schon im Grunde genommen rund 10 Jahre vorher von D'Alembert in seinen Observation sur la Traduire vertreten worden. Obwohl Herder in den Fragmenten nicht explizit D'Alembert zuschreibt, schreibt er sie doch explizit seinem deutschen
Zeitgenossen Thomas Abt in dessen Beiträge zu den Literaturbriefen zu, der als Übersetzer von Tacitus sie mit ziemlicher Sicherheit aus D'Alembert bezogen hat, dessen kurz zuvor erschienene Observation sur la Literatur eigentlich eine Einleitung zu seiner eigenen Übersetzung von Tacitus war. Die Jahre stimmen auch übrigens, die Literaturbriefe waren natürlich 1795 bis 1760. Dann das Schrift erschien im Jahr 58. Aber der Einfluss von D'Alemberts Schrift auf die Entwicklung der neuen deutschen Übersetzungstheorie erschöpft sich nicht darin, sondern er hatte noch einen zweiten wichtigen Teil. Schleiermachers über die verschiedenen Methoden des Übersetzens ist im Grunde genommen eine spätere Beibehaltung und Weiterentwicklung von Herders Positionsübersetzung in den Fragmenten. Aber die Weiterentwicklung besteht nochmals zum großen Teil in einer Übernahme von Ideen aus D'Alemberts Observation sur la Literatur. Es gibt mehrere kleinere solche Entlehnungen aus D'Alemberts Schrift. Zum Beispiel Schleiermachers Betonung, dass es beim Übersetzen einen ständigen Wettkampf zwischen semantischer und musikalischer Treue gibt. Und seine Bemerkung, dass die französische Sprache weniger flexibel als andere Sprachen ist. Beide Punkte fehlten noch bei Herder, aber fanden sich schon bei D'Alembert. Aber darüber hinaus bedankt Schleiermacher D'Alembert auch zwei neue Kernthesen seiner Schrift. Also die Hauptleistungen seiner Schrift sind auch auf D'Alembert zurückzuführen. Erstens, dass der Übersetzer sich eigentlich normalerweise mit zwei Problemen Klüften auseinandersetzen muss. Er muss nämlich eigentlich nicht nur die Kluft zwischen Zielsprache und Ursprache gerecht werden, sondern auch eine Kluft zwischen der Ursprache und der kreativen Abwandlung derselbe, die ein bestimmter Autor vorgenommen hat und die durch die Übersetzung dem Leser irgendwie vermittelt werden muss. Und zweitens, dass die Lösung dieser Aufgabe hauptsächlich darin besteht, dass man abgediente Begriffe beim Autor durch ältere Wörter in der Zielsprache übersetzt, neu geprägte Begriffe beim Autor dagegen durch neuere Wörter oder sogar Neologismen in der Zielsprache. Denn D'Alembert hatte schon gerade diese doppelte Aufgabe und gerade diese Lösung in seinen Observation sur la Literatur identifiziert. Übrigens hatte D'Alembert diese Aufgabe unter Erwähnung des eigentümlichen Genies nicht nur von Sprachen, sondern auch von Individuen dargestellt, im klaren Anklang an Condillacs vorhin besprochene Behandlung dieses doppelten Genies in seinem Essay sur l'origine des connaissances humaines. Kurzum, beide Phasen der Entwicklung der neuen deutschen Übersetzungstheorie, sowohl die herrische Phase als auch die schleiermacherische Phase, schöpfen zum größten Teil aus D'Alemberts Observation sur la Literatur. Ich komme jetzt zum Schluss und fasse kurz zusammen. Wie eingangs erwähnt, fand gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Revolution in drei nah zusammenhängenden Bereichen der Philosophie statt, nämlich der Philosophie der Sprache, der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie. Es stellt sich heraus, dass in der Philosophie der Sprache diese Revolution fast durchgehend eine deutsche Leistung war. Aber in der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie sieht die Lage anders aus. Hier hatte die Revolution auch tiefe französische Wurzeln, besonders im Hinblick auf das grundlegende Prinzip
dass verschiedene Epochen, Kulturen und sogar Individuen tiefgreifende geistige Unterschiede aufweisen, denen Interpretation und Übersetzung gerecht werden müssen. Die neue Hermeneutik und Übersetzungstheorie entstanden aus einer Art Synthese zwischen diesem französischen Beitrag und der neuen antidualistischen deutschen Philosophie der Sprache. Insgesamt war die Revolution in der Philosophie der Sprache, der Hermeneutik und der Übersetzungstheorie deshalb sowohl eine deutsche als auch eine französische Leistung. Herzlichen Dank für diesen facettenreichen, instruktiven Vortrag. Gibt es Fragen? Est-ce qu'il y a des questions? On peut les poser en français, en allemand, en anglais, comme on veut. En français, auf gut Glück. Ah, das geht. Oh, I can. Oh, I can. Ich werde auf Englisch sprechen. Einfacher für mich, auf Englisch oder auf Französisch sprechen. I would like to ask you. You have used the term revolution, you speak a lot about Ursprache, die deutsche Quellen, and so on. But my question is, I think that we should be very cautious when speaking about revolution. Because when we speak about Condillac's theory and his theory of non bien fait, we could make a debate about the influence of Herder and on Herder and Humboldt and ideologists and so on. But the question is that. There was a political theory of language by the end of the 18th century. And it was a lot discussed in recent debates about politics of language. And so they used a lot this theory of Condillac, non-analytic. Their main point was that we don't need any hermeneutics, we don't need translation. It's a kind of direct democracy in all this discursive practices of Jacobin. The point was that everything that could be explained to the simple people. And what is, you see, hermeneutics and translation is something like, from Ancien Régime, past epoch. So, I'll beg your pardon, I was a little bit long, but so if we could use, perhaps in this case, contre-revolution, against revolution, because for Jacobin it was like this, everything is translated, everything is interpreted. It's against revolution, because in the revolution they used this Condillac's concept of langage bien fait, langue analytique. So we need no rhetorics, we need no translation, we need no hermeneutics. Everything could be explained, it could be explained directly. So, and perhaps in the sense we could use the valid term as contra-revolution language. In a theory of language. Thank you. Soll ich auf Englisch oder auf Deutsch? Ist es? Englisch, Deutsch. Ich werde auf Deutsch weitermachen. Zwei Antworten. Erstens benutzte ich das Wort Revolution nur als Metapher. Ja, es hatte überhaupt keinen politischen Realwert sozusagen in diesem Kontext. Es bedeutete nur eine grundlegende Änderung
in der Perspektive und in der Behandlung dieser Fragen nichts mehr. Es gibt aber, da Sie die Frage irgendwie aufwerfen, es gibt aber sehr interessante politische Seiten dieser Revolution, die ich heute kaum besprochen habe. Zum Beispiel ist es nach Herdes Auffassung äußerst wichtig, aus politischen und moralischen Gründen, dass man versucht, die Meinungen, die Begriffe und so weiter des jeweiligen anderen möglichst genau wiederzugeben, zu verstehen. Also in der Interpretation und in der Übersetzung muss man das möglichst genau machen, aus Respekt vor dem anderen. Also das ist ein moralischer Wert. Also es gibt eigentlich eine politische Seite von dieser Revolution, aber ich habe den Begriff nur als Metapher benutzt. Und ich würde auch hinzufügen, dass die Revolution in diesem metaphorischen Sinne, die ich besprochen habe, vermutlich weitaus theoretisch interessanter als der Philistinismus, den Sie gerade beschrieben haben, der Revolution zugeschrieben haben. Ich gehe davon aus, dass nur eine Minderheit auch in dieser Epoche eigentlich infiziert hat, sozusagen. Aber ich würde diese Art Ablehnung von Interpretation und Übersetzung als bloßen Philistinismus einstufen, eigentlich. Gibt es noch Fragen? Encore des questions? Herr Forster, ich bitte Ihnen um ein bisschen Geduld, wenn ich Ihnen eine ziemlich allgemeine und Randfrage stelle. Also im Laufe Ihres Vortrages haben Sie ein paar Mal das Problem der Beziehung zwischen also hermeneutische und sprachphilosophische Fragen in geschichtlichen Hinsicht und erkenntnistheoretische Fragen berührt. Also ich möchte Ihnen eine Frage in diesem Sinne stellen. Also geschichtlich betrachtet sind Philosophie der Sprache, also Hermeneutik und Erkenntnistheorie philosophische Konkurrenten, beziehungsweise erstellen diese zwei Fragestellungen oder diese zwei Ansätze entgegen, also oder laufen die beiden diese zwei Traditionen irgendwie parallel? Also gehören sie Ihrer Meinung nach jeweils einem inkommensurablen Paradigma an? Dankeschön. Danke. Danke für die Frage. Ja, das ist eine nützliche Frage, irgendwie, weil es mir eine Gelegenheit bietet, ein mögliches Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Ich habe in erster Linie von Erkenntnistheorie, von Epistemologie nur in einer einzigen Beziehung gesprochen, soweit ich mich erinnere. Also sich um zwei Versionen dieser These, dass Bedeutung auf Wortgebrauch gründet, handelte. Also ich wollte zwischen zwei Versionen unterscheiden. Erstens die Version, die bloß sagt, wenn man herausfinden will, was für eine Bedeutung hier ausgedrückt wird, so soll man sich auf den Wortgebrauch konzentrieren. Also das ist die eine Version, das nannte ich die epistemologische Version. Wenn Sie ein anderes Wort vorziehen, so meinetwegen können Sie ein anderes Wort benutzen, aber ich wollte das irgendwie bezeichnen. Die andere Version, die ontologische oder metaphysische Version, als die ontologische Version bezeichnet habe, besagt mehr, sie besagt
dass Bedeutung aus Wortgebrauch besteht. Und deswegen, aufgrund einer Forschung nach dem Wortgebrauch bestimmt werden kann. Also das meinte ich nur. Nein, die zweite Bemerkung, die ich machen würde, ist, dass ihre Vorstellung einer Konkurrenz zwischen oder vielleicht einer Unabhängigkeit zwischen Hermeneutik und Erkenntnistheorie teilweise ein Begriff von Hermeneutik voraussetzt, das zwar weit heutzutage weit verbreitet ist, aber meinetwegen eigentlich ein bisschen bedauerlich ist. Also das, es läuft auf, fast auf eine Gleichsetzung von Hermeneutik mit Gadamerscher und vielleicht Gadamerscher und Heideggerscher Philosophie hinaus. Und das will ich grundsätzlich vermeiden. In anderen Schriften plädiere ich im Wesentlichen dafür, dass Hermeneutik im älteren und grundsätzlichen Sinne von der Theorie oder Methodologie der Interpretation eigentlich eher von diesem Denken aus dem 20. Jahrhundert verdorben worden ist. Also ich würde nichts weniger als Hermeneutik mit dieser Philosophie gleichsetzen. Also Hermeneutik hätte Ihrer Meinung nach nichts mit Möglichkeitsbedingungen des Verstehens. Und ja, es hat eine Menge damit zu tun, aber es muss nicht, ja, obwohl es diese entweder Konkurrenz oder Unabhängigkeit zwischen Erkenntnistheorie und Hermeneutik im Sinne von Gadamer und Heidegger gibt, besagt das überhaupt nicht, dass es immer eine solche Konkurrenz oder Unabhängigkeit zwischen Erkenntnistheorie und Hermeneutik gibt oder geben muss. Also die können eigentlich weitaus näher miteinander verbunden werden, wenn man Hermeneutik in diesem breiteren Sinne beachtet. S'il n'y a plus de questions, on fait une petite pause de 5 minutes.